Ja, hallo, hallo zur dritten Folge von Let's Play Minecraft. Hallo. Minecraft? Ihr kennt Minecraft? Ja, das ist ein Spiel. Nein, okay, ich lasse das lieber. So, wir haben gerade geplant, uns irgendwie eine Farm zu bauen, damit wir irgendwie an Essen kommen, damit wir irgendwie überleben. Tja. Ja. Also es liegt ja nicht mal dran, dass wir jetzt Art spielen, sondern einfach nur, dass wir eine dämliche Location ausgesucht haben. Ja. Okay, darf ich die Farm konstruieren? Ja, ist klar. Soll ich dir noch irgendwie helfen? Nee, nicht unbedingt. Okay. Aber wenn du willst, natürlich. Hab mich jetzt eigentlich gehört am Schluss? Nee. Ich weiß es nicht sicher. Meinst du bei der Verabschiedung von der letzten Folge? Ja. Vielleicht sollten wir uns ein wenig mit der lassen. Ja. Nein. Ich hab den nicht rausgehen. Nicht rausgehen. Okay. So. Und, Kann einer von euch eine Hacke anfertigen? Eine Hacke? Ich glaube, ich stelle mir mal kurz die Zeit. Okay, ist gut. Sollen wir wirklich geordnet lange Folgen machen? Ja, weil wir haben jetzt, glaube ich, sicher 40 Minuten im Stück aufgenommen letztes Mal. Ja, und das ist nicht so toll zum Anschauen. Naja, man kann ja auch zwischendurch irgendwann mal pausieren und am nächsten Tag weiterschauen oder so. Mhm. Schreibt's in die Kommentare. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr für eine Länge wollt. Also, Vicky, das mal kurz. Mein Handy ist so der Wahnsinn. So cool. Dein Handy kann Musik abspielen. Mhm. Das können nicht viele Handys. Nein. Zum Beispiel Handys, die irgendwas mit Ei zu tun haben oder so. Das ist ein Ultra-Smartphone. Das ist ein Superphone. Ich kann die Truhe nicht mal. Ja, hey, Hacke! Nokia Express Music. Das ist der Wahnsinn. Ja, Leute, also iPhone könnt ihr vergessen. Ja. Nokia Express Music. Das ist modern. Die wahre Marke. So, Soll ich mich fragen, was du da machst, oder machst du das so? Ich baue die Farm auf eine kluge Weise, sodass wir nicht versehentlich was kaputt machen können durch Dummheit. Okay, du, ich mach mal die Löcher oben zu. Falls du das meinst, dass in der Decke teilweise 3 hoch ist, das ist beabsichtigt so. Ja, ich meine nur, dass... Ja, es schaut sehr gut aus, wenn auf einmal die ganze Oberfläche... Löcher hat. Wie grün sind deine Blätter? Ach so, ja, stimmt, an der Oberfläche müssten jetzt Löcher sein. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, Entschuldigung. Schon wieder zu. So. Ja, da ist noch ein Skelett. Wieso steht da ein Skelett rum? Die Frage. Tja, sollte ich jetzt sterben, dann war das das Skelett. Dann kämpfe tapfer. Flieh. Ja, ich muss aber das noch wegbauen. So. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage Farm. Nein. Genau der Originaltext. Und ihr könnt nichts dagegen machen. So, genau 12 Stück Samen wachsen jetzt auf unserer Farm fleißig vor sich hin. Tja, das macht dann 3 Brote, wenn es fertig ist. Ja, wenn es dann in einem Jahr oder so mal fertig ist, haben wir da 3 Brote, womit einer von uns sein Leben nicht ganz auffüllen kann. Okay. Ja. Yeah. Fühle mich minderwertig. Ultra Let's Play. Das wird spannend. Das ist wirklich ein Survival Let's Play. Genau, Survival. Hey, ein Schaf. Ich habe jetzt leider keine Schere dabei. Hey, ein Stern, der... Töte es, dann bekommst du auch ein Wolle. Hey, 2 Schafe, 3 Schafe. Dann töte alle Schafe. Töte alle, wenn du 3 tötest, dann hast du 3 Wolle und das ist genug für ein Bett. Genau. Wenn wir Holz haben. Hat irgendjemand noch Holz? Ja. Okay. So, ist die Farm schon gewachsen? Ich muss sofort nachsehen gehen. Das hat sich sicher ja, viel... ein Ding, ja, 2, 3 Dinger sind schon ein bisschen gewachsen, oder? Hey, 4 Schafe. Töte alle, oder ein Bett zumindest auf jeden Fall. Töte aber ein Bett. Wenn wir genau. Wenn wir zumindest 3 Betten zusammenkriegen würden, hätten wir natürlich die Möglichkeit, die Nacht zu überspringen. Der Bürger, der da drin war, ist übrigens abgehauen. Der wo drin war? War oh drin. Fuck, wir haben nur noch einen Bürger. Nee, der läuft draußen rum. Ach ja. Draußen laufen noch mehrere rum, oder? Aber es wird übrigens schon wieder dunkel. Ja. Wirklich? Ja. Novakin, kommst du zurück? Ja. Okay, ich habe jetzt... Ocelots gefunden. Ocelots? Was?
Ah, das sind die kleinen Dinger, oder? Ein Groß-Ocelot und zwei Baby-Ocelots. Töte sie, sie haben Fleisch, oder? Töte haben sie? Fleisch? Nein. Töte sie. Nein. Töte sie trotzdem. Haben kein Fleisch? Tröte sie. Tröte sie trotzdem. Tröte sie trotzdem. Hey, wir könnten uns Eisenschwerter und sowas machen, aber das bringt uns irgendwie wenig. Nee. Wir bräuchten... Ah, hast du zufällig noch Kohle oder so? Kohle habe ich keine, nein. Ich muss irgendwie unbeschadet ankommen. Also, ja, wenn du jetzt stirbst, dann ist, glaube ich, alle Hoffnung verloren. Ja. Ja. Vor allem mit der Spinne, die da rumglitscht. Ja, die wird gleich wieder aggressiv dann bald. Ja, dann tötet sie sich gleich irgendwie. Ja, aber wie? Sollen wir das Glas zerstören und... Ja, mach ein Glas kaputt, ist ja egal. Das Haus werden wir sowieso abbauen irgendwann. So, und Angriff. Eine Spinnenseide, aber nur eine. Kannst du rausgehen und sie holen oder soll ich? Bett. Ja, auf jeden Fall. Oh, die hören mich anscheinend gerade wieder mal nicht. Ja. Weg. Toll. Also. Ja, wieder mal Verbindungsprobleme. Ich entschuldige mich dafür natürlich. Die anderen, ich weiß nicht, ob sie mich hören können. Ich kann sie auf jeden Fall gerade nicht hören und ihr damit dann auch nicht. Ja. Ja, wird hoffentlich bald wieder besser. Ich bin voll, dass der Amy-Nase voll so... Falls die anderen mich hören, ja, so probiert bitte mal was in den Chat schreiben. Oh, ich höre euch wieder. Hallo? Okay, jetzt höre ich euch wieder nicht mehr. Schreibt bitte mal was in den Chat. Ich bin wieder da. Ah, okay, hallo? Hallo, hört mich jemand? Ich bin wieder da. Okay, jetzt anscheinend Skype ganz weg. Ich schreibe Ihnen das mal kurz, nur damit Sie über die Situation Bescheid wissen. Und bevor Novakin nicht da ist, sollte ich wohl... Oh, er ist draußen. Dann verbarrikadiere ich mal die Tür. Okay, sie sind beide anscheinend rausgeflogen. Damit beende ich dann mal kurz die Aufnahme und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Bis gleich. Ja, die Dauerlags und Abbrüche und Abstürze von Skype und von allgemein sind jetzt hoffentlich ein Teil der Vergangenheit. Für immer? Nee. Für immer. Für immer, bitte. Und ja, Ghost Rider, Novakin, bitte crafte uns 3 Betten oder 2 oder 1. 1 kann ich machen. 1 ist auch schon schön. Ja. Also, ja. Ich bin inzwischen angekommen. Mhm. Ja. Während des Leggings und es ist Tag geworden während des Leggings. Leggings. Und ich habe das Mikrofon so unter mir stehen, dass ich das Gefühl habe, dass ihr gerade jeden meiner Atemzüge ganz genau mitverfolgen könnt. Nein, das geht schon. Können wir die Spinne da töten? Ich habe irgendwie panisch Angst, dass die uns tötet. Ja, mach bitte mal das Bett hin. Können wir jetzt schon den Spawnpunkt setzen? Ich glaube, er setzt sich ja auch jetzt trotzdem, oder? Ich glaube nicht, dass wir alle in einem Bett schlafen können. Oder? Ja, aber den Spawnpunkt können wir alle setzen, oder? Das weiß ich nicht. Wer hat denn jetzt hundertprozentig drauf gedrückt? Als erstes. Keine Ahnung. Ja, ist egal. Warten wir lieber auf nächste Nacht und probieren erst dann aus, ob es funktioniert. Ja, ganz toll. Soll ich wieder auf Reise gehen? Ja. Und ja, gehen wir auf Reise. Aber klickt vor alle auf das Bett. Klickt vor alle auf das Bett in der guten Hoffnung, dass es was bringen könnte. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwer soll da bleiben und alles bewachen und... ich bleib immer da. Stimmt. Ja, könnt ihr irgendwie den Bewohner hier raus... Sperrt ihn wieder ein. Nee, nicht da. Da ist die Spinne und ich möchte die Spinne töten. Ja, dann töte sie irgendwie anders. Aber den Bewohner ist wichtiger als die Spinne, ganz ehrlich. Bitte ja, aber sperren die Spinne tötet dich irgendwie so... Oh. Ja, aber wenn der Bewohner verloren geht, dann haben wir nie wieder einen. Wenn die Spinne verloren geht, dann haben wir einmal das jetzt nicht. Okay. Töte sie einfach, ja, durch die Tür. Ja, lass sie rein, Gutes. Warte. Die greift nicht an. Ja, aber ich möchte sie töten, weil wenn es Nacht wird, dann... Lass mich jetzt vorher raus, oder? Du musst noch eins nach unten graben zum Töten. Ja, ich kann nicht noch... So. Und jetzt vorsichtig. Vorsichtig. Stirb. Ja. Haben wir eine Angel? Haben wir eine Angel? Eine Seite. Auf jeden Fall. Eins. Ja. So, war nicht hier irgendwo noch eine Seite? Hier? Leider nicht. Hier? Haben wir jetzt nicht zusammen 2 Seiten, sondern 1, oder? Konz, warte. Ich hab keine Seide. Konz, warte, so. Ja. Novakin, hast du Seide? Hier. Spinnenseide? Eine. Und hier Kohle. Kohle ist auf jeden Fall Kohle gut. Kohle bringt uns jetzt nicht... Ah, wenn wir 2 Spinnenseide zumindest hätten. Wir hatten doch vorher schon eine Spinne, die wir besiegt haben, oder? Ja, aber die hat nur ein Auge rausgehauen. Ja, aber die hatten doch schon 2. Und hier noch Knochen. Und ein Pfeil. Ich gebe euch jetzt alles, was wichtig ist.
und nicht gerne wieder auf. Ja, ich habe auch alles Wichtige in die Kiste getan und ich habe das Gefühl, dass ihr viel leiser seid als ich. Ich glaube nicht, du, also was wir hören auf jeden Fall ist ziemlich dasselbe. Wir reden einfach ein bisschen lauter, oder? Genau, reden wir viel lauter als vorher. Ja, wenn ihr ganz laut redet, dann wird Skype euch leise stellen und dann wird man das normale Reden gar nicht mehr hören. Wahrscheinlich. Oh nein, Skype. So, von der. Ich habe jetzt übrigens 20 Seeds, die werde ich jetzt gleich ansetzen. Ja, da musst du die Farm noch etwas erweitern dann. Ja, ich weiß schon, wie es geht. Also ich gehe wieder auf Reise. Ist gut. Ich auch. Du kommst mit? Dann komm. Ja, ich gehe gerade irgendwo hin. Man kann so das zu einem gemeinsamen Let's Play. Natürlich, wir werden uns niemals trennen, das wäre dann langweilig. Genau. Und weil die Monster eh nicht so hart sind. Außerdem, wir haben wir uns getrennt, ich bin schon längst nicht mehr da. Oder zähle ich jetzt nicht mehr. Na ey. Das war sowieso gerade Ironie. Oh. Hey, ich seh dich. Ja, ich dich auch, ich komme hier gerade zu dir. Los, plug ein. Yo, High Five. High Five. Warte, warte. Sieht man das dann wirklich High Five? Nee. Okay, ich spiele mal ein bisschen dieser Ansicht, dass sowieso legal ist. Legal? Da es legal ist, nein, egal ist natürlich. Also ohne das L. Illegal, hey, ist euch schon mal aufgefallen, dass legal und egal sich nur durch das L unterscheiden? Nee. Ist mir jetzt gerade das erste Mal aufgefallen und ist ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich wüsste nicht, wieso es mir jetzt unbedingt auffallen sollte. Ja, weil es voll wichtig ist, so wie Engel und Bengel oder... Mir fällt nichts mehr ein. Wir müssen einen Rap daraus machen. Mach einen Rap draus. Nein, scheiße. Ich habe einen Seed kaputt gemacht. Jede Pflanze auf dieser Welt. Brauche Kurse zum Leben, weil es ihr gefällt. Hey, wir hätten uns mit dem Eisen im Haus irgendwie eine Schere machen können. Ja. Also, genau, das hat sie dir machen können. Hätten machen können. Captain Einsicht brauchen wir jetzt. Captain Einsicht, komm. Und rette uns. Okay, wir müssen einfach 6 Schafe finden, die wir so töten können. Oder hast du noch Wolle? Nein, einen Wolle gibt's noch. Ein Wolle? Okay. Ein Wolle, ja. Hey, das ist so ein Wüstenviech. Ich meine, Puma, Panda, wie heißt das Ding? Ozelot. Ozelot, Puma. Da kommt noch das ist ein Puma, Ozelot. Es sieht aus wie ein Puma, oder? Ja. Sehen Puma so aus? Ich weiß nicht, wie Puma aussehen. Puma sind schwarz, oder? Ja, die Schuhe vielleicht. Okay, das gerade musstet ihr es nicht verstehen. So, aber wie wär's irgendwie, es wäre mir auch ganz recht, wenn ich was anderes Essbares finden würde. Ein Huhn oder ein Schwein oder... Hey, ein See. Ein oder See? Ein See. Was? Schweine! Om nom 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 nom. Hey! Normale Bäume. Normale Bäume? Normale Bäume und Schweine sind zwei Gründe, warum man Essen findet. Das ist ein Essen, oder? Und Pilze und Schweine. Und alles Schafe. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Aber ich habe keine Waffe. Handverkloppung. Handverkloppung. Mit der Spitzhacke. Ja, los, stirb. Okay, ich glaube in der Farm sind so viele Zombies unter uns und deswegen hört man es die ganze Zeit. Gut, ich probiere es aus einem Baum vielleicht Äpfel zu bekommen. Hey, jetzt sind sogar die Fliegenpilze. Ja, wenn wir alle Pilzsorten gemischt hätten, dann könnten wir uns einen Mushroom Stew kochen. Pilze essen. Gute Idee. Mhm. Hey, wenn wir vor unserem Ding Bäume ansetzen, dann könnten wir bald nicht mehr ewig laufen müssen, um Bäume zu haben. Hey, ein Apfel! Ja, den esse ich gleich. Apfel des Triumphes. Nein, gut. Schafe mit der Faust zu töten ist auch like a boss. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist, könnte ich dir mit meinem tollen Schwert helfen. Tolles Schwert. Gerade so. Ja, kannst mit deinem Schwert. Leute, versteht nicht immer alles so zweideutig. Habe ich irgendwas gesagt? Es hat niemand das gesagt. Du bist der Einzige, der das immer zweideutig sieht. Niemand. Genau. Ihr habt nur beide tolle Schwert nochmal extra betont. Weil es ein tolles Schwert ist. Ja. Ja. Das Schwein. Ja, egal. Das geht gerade durch die. Ja, egal. Wenn man die Vorgeschichte kennt, meinst du, sollte man es lieber. Hast du eine Spitzhacke dabei? Ein Spawner!
Was? Oh. Was für einer? Ein grüner. Nein, keine Ahnung. Aber ich habe gar nichts dabei. Ja, und ich weiß nicht, wo du bist. Und du weißt aber noch immer nicht, ob du jetzt da spawnst oder nicht. Nein, ja, Spawner. Das weiß auch noch nicht. Hallo. Ja, hallo, ja, ja. Nein, ich meine, da hinten sind zwei fette Wüstenbäume. Dschungelbäume meine ich. Auf ja, es sind überall fette Wüsten, Dschungelbäume. Von dem her weiß ich jetzt immer noch nicht, wo du bist. Mal, wo bist du? Kannst du meinen Namen sehen? Nein. Kannst du meinen Herzschlag hören? Ja, natürlich. Was? Warte, ich geh zur Wüste raus. Dann es wird Nacht. Wir es wird Nacht. Nein! Ja, es kann nicht, nein, nicht jetzt. Auf ich ins Dorf. Mir, ich bin ja sicher, ich bin gerade so toll. Du bist immer so toll. Danke. Ah. Ich mach mal nach mir. Liebesgeständnis, oder? Ja. Du musst respektieren, Conti. So, ich baue uns hier eine Baumfarm vors Haus. Eine wunderschöne natürlich. Mhm. So, ich habe eine Markierung gesetzt. Jetzt werde ich sicher wieder zurückfinden. Was für eine Markierung? Drei Erdtürme. Erdblöcke. Ah ja. Erdtürme. Ja. Ja, bleiben wir ja. So, auf ins Haus und jetzt. Jetzt können wir uns alle ins Bett legen und dann wieder aufstehen. Ich glaube, jetzt müsste der Spawnpunkt gesetzt sein, oder? Ich glaube, es geht nur bei einem, oder? Nein, das müsste schon für alle gehen. Das habe ich ganz vergessen. Nein, ich meine Spawnpunkt. Nein, das geht bei allen. Man kann nicht gleichzeitig im Bett liegen, das war das. Wir können nur nicht jetzt alle hier übernachten, aber. Hey, der letzte Dorfbewohner, den könnten wir auch noch fangen. Warte mal, ist das nicht. Und wer ist das? Wer ist, was? Müsste dann der Priester. Ah, da ist der Priester, okay. Okay, ich weiß ungefähr, wo diese Stelle liegt. Also ich werde nächstes Mal wieder zurückkommen. Wo bist du überhaupt? Weit weg. Oh, okay. Es ist nämlich Nacht. Ja, es ist. Wirklich? Nacht, ja. Durchaus. Hilf mir bitte, den Dorfbewohner dort hinüberzubringen. In diese Ecke. Könntet ihr versuchen, mir einen schönen Weg zu bereiten? Scheiße. Tot? Nein. Nein, geh in die Ecke, geh in die Ecke, geh in die Ecke. Nein, warte, die Tür verbarrikadieren, Tür verbarrikadieren. Ich komme durch die zwei Berge. Also wenn ihr schaut, dass keine Zombies in der Nähe sind, wäre das sehr nett. Ich habe keine Lebensenergie. Also ein halbes Herz eben. Ich kann jetzt nicht rausgehen und mich mit Zombies schlägern. Du hast schon einen Spawnpunkt, ich nicht. Und du kannst alle deine Sachen ablegen und ich nicht. Ah ja. Ah ja, das stimmt allerdings. Konfliktion, auf in den Kampf, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Könnt ihr gleich mal ausprobieren, ob das geht. So, in welche Richtung meine ich natürlich müssen wir? Bleibt da, ich bin auch schon da. Okay. Okay, nur ein Zombie vor dem Haus. Den müssen wir unbedingt besiegen. Okay. Tot so, und rein mit dir. Ja. So, und Konz 14, komm auch wieder rein. Oh, ich hab dir die Tür vor deinem Auto zugemacht. Soll ich mich leben? Sehr nett von mir. Ja, leg dich mal hin. Ja, leg dich unbedingt hin. Und jetzt probieren wir, ob der Spawnpunkt gesetzt ist dadurch. Ich probier's, weil wenn ich dann sterbe, dann habe ich den dann kann ich im Display ewig laufen und das würde mir sehr große Freude bereiten. Okay, ich probier's. Nicht du. Ja, sicher ich. Ja, dann halt ihr. Ja, ich habe so viel Zeug jetzt. Ja, dann leg's in die Kiste, die voll ist. ich hau das ganze Holzzeug mal weg. Ich baue jetzt das Bett. Kiste. Okay, Konz 14, auf in den Tod. Und wenn du wirklich nicht hier spawnen kannst, dann werde ich eben das Zeug aufsammeln. Okay. Ich hau das Holzzeug noch weg. Töte mich. Zombie. In den Brunnen mit dem Zombie? Ich hoffe, ich springe jetzt nicht in den Brunnen. Und Kakao. Kakao? Das Kakao. So, ich habe jetzt gebratenes Schweinefleisch, das werde ich gleich mal mir zu Gemüte führen. Ich hab Schweinefleisch. So, wo spawnst du? Ja, perfekt, wir haben Spawnpunkte. Und drei Betten. Wir haben jede Menge Essen, wir haben Spawnpunkte, alles ist perfekt. Creeper, und da ist ein Creeper. Wenn wir noch einen Wolle hätten, könnten wir jetzt schlafen. Übernachten. Aber wir haben nicht mehr einen Wolle, oder? Doch, in der Kiste sind zwei, das meinst du. Ja, eben, also wir brauchen ein Wolle. Gut, nächster Tag ein Wolle, das wird das Tagesziel. Dankeschön. Aber ich könnte meinen Leben aufladen. Ja, du könntest dich umbringen.
Ja, oder das Schweinefleisch im Ofen nehmen. Nimm das Schweinefleisch im Ofen. Wir werden das auf keinen Fall benutzen, damit wir wieder Leben bekommen. Ja. Der Tod ist nicht die Lösung. Sondern eine Lauge. Ich probiere eine Spinne töten zum Angeln. Wo ist das? Wo ist das Ganze? Ah, da. Helft me! Oh, Achtung, die Tür wird gerade belagert von einem Zombie. Ich habe jetzt gerade keinen Schaden. Lass mein Leben mal aufladen, oder? Ja, habe ich auch schon gemacht. Hat irgendwer ein. Okay, egal. So, haben wir hier noch eine Spinnenseide in der Kiste? Ich habe noch eine. Ja, gebt mir alles, was ihr habt. Und ein paar Sticks brauche ich. Irgendwer hat jetzt gerade mein Holz genommen. Ich brauche das eigentlich noch. Ich wollte gerade eine. Ja, Entschuldigung. Ich mache mir ein paar Sticks daraus, okay? Ja, ich hab Sticks für euch. Mach noch eine Kiste draus. Noch eine Kiste, okay. Ja, wir brauchen eine zweite Kiste. Stimmt, auf jeden Fall. So, zweite Kiste liegt irgendwo vor mir. Oh, jetzt habe ich sie wieder genommen. Hier, nehmt sie. Und Angel! Und nehmt endlich die dumme Kiste. Ja, ich habe sie. So, da unten haben wir schon einen riesigen Baggersee, bestehend aus drei Blöcken Wasser. Dort werde ich jetzt mal angeln. Ja. Das wird sicher komisch funktionieren. Ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert sogar wirklich. Glaubst du? Hat irgendwie eine Crafting Box da? Ja, ich setze sie wieder hin. Okay. Ich ordne dabei die Kisten. Es wird aufwärts mit uns. Ja. Und ich glaube, die erste Folge wäre dann. Die erste? Wir haben wieder eine halbe Stunde Folge gemacht. Ich glaube, der Angelhaken versinkt leider nicht weit genug, sondern bleibt einfach im Boden stecken, weil er nach unten fliegt. Können wir auf, oder? Ja, jetzt können wir, glaube ich, mit der Aufnahme wieder aufhören. Also, ja, gut. Dann sage ich Tschüss, Leute. Ciao, Leute. Tschüss, Leute.